Ja, da oben sind noch mehr Langhäuser. Wie sieht's mit den Truppen aus? Ein paar neue Huskarle auf jeden Fall. Oh, der Mandra ist natürlich wieder mitten reingesprungen. Wir brauchen Rammen, um diese Welle niederzureißen. Ja, Ajax, die Rammen sind unterwegs. Wir haben den Brunnen sogar fast erreicht schon. Hauen wir mal den Turm da nieder. Und ihr repariert den Turm. Wenn ihr da überhaupt durchkommt. Warum sind hier ganz normale Axtwerfer? So. Alles mal hierhin zurückziehen, weil hier drin spielt eigentlich die Musik. Noch mehr Rambock-Böcke. Und eigentlich am besten noch einen Tropiane. Alle da rein, alles einreißen. Je weniger Langhäuser der Gegner hat, umso ungefährlicher wird er. So, alles nach da oben. Die Langhäuser sind eingerissen. Hier sind doch Alfserks. Okay. Der Gegner meint auch übrigens, uns mit Huskarlen ärgern zu müssen. Und mit Einherien. Die hätte ich eigentlich auch gern. Ich finde Einherien nämlich eigentlich recht cool. So, dann rammen wir mal das Tor auf. Bringen unsere Truppen hier hoch. Odin der Allvater wird unsere... Ich bin euch bis hierher gefolgt, Gargarensis. Ihr werdet mich nicht aufhalten. Und ihr sollt ruhig nach da oben und nicht weit wieder nach da unten latschen. Na kommt. Ich habe jetzt übrigens Großjarle. So, mach den kaputt. Wie sieht's eigentlich? Axtwerfer könnte ich neue gebrauchen. So. Alle mythischen Einheiten, die den Brunnen der Urt verteidigen, vernichten. Das dürfte eine leichte Übung sein. Wie viele Helden habe ich noch? Oh, ich habe noch mehr als genug Herzen. Und ich habe ja auch noch Jarle, wenn es sein muss. Nein, ich habe gewonnen. Lasst euch durch das Aussehen nicht täuschen. Durch diesen Brunnen gelangen wir nach Niflheim. Ihr geht zuerst, Chiron. Wenn ihr schreiend eurem Tod entgegenstürzt, bleiben wir hier. Wenn ihr euch entschieden habt, wer als Erster geht, werde ich bereits unten warten. Ja, und da sind zwei Bekannte. Mit einem Ochsenkarren. Und gerade eben war ein komisches Brummen zu hören in der Szenerie. Nächstes Szenario. Machen wir gleich weiter in der Unterwelt. Ja. An dieses Geräusch habe ich mich langsam gewöhnt. Gargarensis belagert bereits das Tor.
Was, wenn die Tore sich öffnen? Dann wird Ragnarök über uns kommen. Kronos ist kein Feind, den man mit normalen Waffen aufhalten kann. Unsere einzige Chance besteht darin, Gargarensis aufzuhalten, bevor er die Tore öffnet und ihn freilässt. Jo. Verteidig den Brunnen, er darf nicht zerstört werden. Skipper, er will. Etivulus, esto. Die Unterwelt hält viel Gold bereit. Wir sind im heroischen Zeitalter. Und wir müssen die Ramme aufhalten, bevor sie das Tor zerstört. Was lustig werden könnte. Wir schicken die Zwerge in die Unterwelt, holen Chiron hoch, der uns das Ding hier bringt. Das bräuchten wir eigentlich. Wir sind wieder Tor übrigens. Genau, wir bräuchten Nahrung. Und wir brauchen Holz. Und jetzt müssen wir auch noch den Weg zur Ramme finden. Ich erinnere mich dran, die Mission war etwas blöd. Auf der einen Seite brauchen wir Truppen. Bei dieser Mission kriegen wir leider... Wo ist Chiron jetzt eigentlich da? In dieser Mission kriegen wir leider keine automatische Unterstützung. Ah, den da brauchen wir. Kriegen wir leider keine normale Unterstützung, sondern müssen mit dem klarkommen, was wir selber ausbilden. Das heißt, wir müssen zum einen die Unterwelt erkunden und den Weg weiterfinden. Wir müssen das Tor verteidigen. Und wir müssen uns beeilen, bevor der Rambok alles kaputt macht. Erstmal die Verbesserung und 5 von denen. Da brauchen wir dringend mehr Holz. Du musst da zum Brunnen der Urt, sonst kommst du nicht raus. Also ja, wir können uns am Anfang ein bisschen Zeit lassen. Aber nicht zu viel Zeit. Das ist nämlich sonst nicht so gut für den Missionserfolg. Genau, wir haben nämlich schon 10% Schaden am Tor. Und ich denke mal, der Hauptweg... Naja, noch eine Reliquie. So. Ajax wieder nach unten. Die Hersen nach unten. In der Unterwelt können wir auch, soweit ich weiß, nichts bauen. Genau. Das heißt, wir müssen all unsere Truppen von oben holen. Ich habe nur 4 Nahrungssammler und 4 Goldsammler. Das erhöhe ich mal alles auf 5.
Nee. Esto. Und hier ist auch noch Nahrung. Gut. Esto. Ja, irgendwie. Skipan. Irgendwie. Du gehst kurz hoch, lieferst die Reliquie im Tempel ab. Du gehst runter Gold sammeln. Das muss jetzt alles mehr oder weniger Hand in Hand geschehen. Ja, ihr könnt hier unten weiter abbauen. Zwergengold und so weiter. Ich stelle euch sogar noch eine Zwergenmine hier irgendwo zur Verfügung. Und dann habt ihr nämlich hier mehr als genug Gold zum Abbauen erst einmal. Ja. Ne, du nicht. Du baust hier weiter Gold. Die Forschung, ne, die brauchen wir erstmal nicht. So, jetzt haben wir einen kleinen Trupp, aber das wird nicht lange vorhalten. Weil da ist schon mal eine ganze Horde Feuerriesen im Weg. Ich weiß gar nicht, können wir die hier unten überhaupt irgendwo aufstellen? Mir ist jetzt nicht so wirklich. Okay. Kavallerie schicken wir nicht unbedingt runter. Aber Akanthos sollten wir wieder runterschicken. Oh, und ich sehe gerade, wir haben hier oben auch noch ein Problem. Wir haben hier oben nämlich noch blaue Gargarensis-Einheiten. Ja. Das heißt, wir könnten auch hier oben jederzeit angegriffen werden. Und ich mache mal doch die bessere Kavallerie, weil ich könnte 5 Jahre ausbilden. Hätte ich genügend Häuser. Autsch, das war die Nachricht, dass wir auf 20% runter sind. Akanthos. Oh, da ist eine kleine Armee im Weg. Aber gut, durch die kommen wir durch. Oder auch nicht. Die Bogenschützen sind nämlich ein bisschen übel. Ja. Schicken wir mal die hinterher. Und euch auf die Jagd nach den beiden Wildschweinen dort. So, Amandra steht wieder. Ajax zeigt, dass er wütend ist. So, wir haben Jarle. Ulf Jarle sogar. Bessere Infanterie könnte nicht schaden. Und wir bräuchten eigentlich dringend mehr Gold. Dafür bräuchten wir allerdings wieder Nahrung. Genau, wieder eine kleine Truppe, aber diesmal haben wir zum Glück ein paar Jarle dabei.